Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Melissa und Volker sitzen gerade unten, haben hier Nachbarschaftstreff vom Vermieter mal wieder und essen leckere Hamburger, wobei Melissa hatte ja schon leckeren Kuchen gegessen, aber das macht ja nichts. Ne? Sie darf, sie ist im zweiten Trimester oder wie man es nennt, oder sogar im dritten, keine Ahnung. Weiß man ja hier nicht so genau. Auf jeden Fall, Bauch ist schon wieder gewachsen. Und ja, Volker hat sich das auf jeden Fall verdient. Volker war ganz fleißig. Der hat nämlich den silbernen Talentorden endlich erreicht. Ich sehe es eigentlich auch nur daran, dass er hier den goldenen jetzt haben will. Und wir können neue Sachen bauen. Wir haben... Uiuiuiui, Moment, Nachrichten, was haben wir denn da? Hallo Fremder, wer war denn das nochmal? Alfred Bachon. Und für wen ist denn das jetzt? Steht nicht dabei, glaube ich. Dann, wie geht's so? Volker? Ja, das ist der Kumpel, genau, der Stefan Brandt. Und das ist unsere krass böse Hexe, die möchte mit Sicherheit auch was vom Volker. Von uns will keiner was. So eine Frechheit aber auch. Ja, wollte ich gerade kurz zeigen, während die beiden da am Essen sind. Die können ruhig weiter essen. Wir haben nämlich direkt was Neues gebaut, und zwar hier ein Wachrobo. Das ist so ein Überwachungsdrohnenroboter, den müssen wir natürlich noch einschalten. Der soll das Haus schützen. Das haben wir gebaut. Ja, ja, das ist ein ganz tolles Dings. Bin gespannt, wie das dann aussieht. Und ich habe auch gebaut, also vor Beginn der letzten Folge habe ich unser Zauberräumchen gebaut. Und ich dachte, es muss ja nun nicht jeder wissen, was da drinne ist in dem Raum. Und habe da das tolle, geheime Bücherregal hingepackt. Das ist auch wirklich das mysteriöse Bücherregal, wo es in den mysteriösen Raum reingehen soll. Problem ist, ich weiß nicht wie. Ich habe natürlich hier eine Wand. Und, tja, irgendwie funktioniert es nicht mit Wand. Es funktioniert aber auch nicht ohne Wand. Türen konnte ich keine hinten dran bauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mysteriöse Regal da bediene, damit ich in diesen Raum reinkomme. Da hatte ich ja schon gefragt, wer sich auskennt, darf mir das gerne mitteilen. Ansonsten gucken wir natürlich in einem der nächsten Folgen dann auch nochmal. Oder ich rupfe die Wand halt dann doch wieder weg, aber dann sieht es ein bisschen doof aus, finde ich, weil es ja nicht komplett abschließt. Ja, ich weiß es noch nicht. Oder wir rupfen das Bücherregal noch mit weg und machen die Wand, lassen die Wand Wand sein und setzen einfach eine Türe rein, die wir abschließen können. Jetzt ist aber das Zeug ein bisschen gammelig, Leute. Okay, Volker müsste duschen. Was will er denn eigentlich sonst noch so? Hallo? Was willst du? Ein Schlagzeug kaufen, wie immer. Einen Fähigkeitenpunkt erhalten und Alina... Ach so, ja, mit Alina Freundschaft fürs Leben. Das war so das, ne? Ein Fähigkeitenpunkt? Was fehlt dir denn noch? Ach, kochen könntest du noch machen? Ja, er hat noch ein bisschen was, wo er dran rumbasteln kann. Kreativität hätte er dann voll. Fähigkeitspunkt Kreativität? Hättest du da Lust? Aber ich würde sagen, bevor er irgendwas macht, geht er erstmal nach oben, ja, falsche Ansicht, hier sind wir, und geht erstmal sich um seine Hygiene und alles kümmern. Das kann er machen und dann kann er ja vielleicht ein bisschen zeichnen. Du kannst ja mal eine Szene zeichnen. Oh ja, will ich wissen, was das ist. Mach das mal. Und deine Frau, die ist ja gerade da unten und hat sich gerade den Bauch zum zweiten Mal vollgeschlagen. Der geht's auch eigentlich bis auf Müdigkeit ganz gut. Die kann hier mal aufräumen. Abspülen, abspülen, abspülen. Nee, nicht sauber lecken. Ikidiba. Oh Gott. Nein, aufräumen. Und das natürlich hier auch mal aufräumen. Das ist ekelhaft. Das ist ja alles jetzt schon gammelig, ne? Das muss nicht sein. Okay, dann macht ihr mal. Also als wir gegessen haben, war das alles noch in Ordnung. Volker hat halt mit dem Bauen ein bisschen lang gebraucht. Ja Gott, ne? Kommt vor. Und sie wollte... Jetzt hat sie es doch abgeleckt. Ticket! Und Melissa, ich hoffe, du kriegst jetzt nicht die Krätze, ey. Bah! Das ist ja ekelhaft. Und du hast ein Baby im Bauch und kannst sowas nicht bringen. Mädel, das geht nicht. Kannst du nicht machen. Ja, stell mal alles zusammen und trag's irgendwo hin. Eigentlich müssten wir hier noch ein
Das wäre noch eine Idee. Wenn ich ja andauernd in dem Baumodus hier bin, wenn man hier noch eine Spüle hinmachen würde, dass man die Sachen, die man hier unten hat, auch hier abspülen könnte. Könnte. Naja, aber gut, jetzt muss er halt ein bisschen hoch und runter laufen. Ist nicht so tragisch. Kriegen wir alles hin. So. Ich folge dir. Ja. Ach ja, stimmt. Wir haben ja eine Spülmaschine. Sehr gut. Aber jetzt sag mal, das andere Ding da unten hast du jetzt nicht abgespült irgendwie. Da war doch noch was auf dem Tisch. Doch, sie hat abgespült. Müsste hier mal vielleicht einer säubern? Nee, der Grill ist in Ordnung. Der sieht nur einfach so aus, wie er aussieht. Okay. Alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Wie viel Uhr haben wir denn? Ach, es ist ja schon 18 Uhr, Mensch. Ja gut, wenn wir heute noch eine Party machen wollen, dann würde ich aber sagen, dann legst du dich ganz schnell noch mal eine Runde schlafen. So ein Stündchen vielleicht. Hm? Und dann trinken wir vielleicht noch mal Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob du Espresso trinken darfst in deinem Zustand. Nur mal gucken. Ich bin ja überfragt, ne? Es geht scheinbar noch, ja? Gut, okay. Mach das. Ich höre was rattern. Ach so, halt, ja, hier. Ach, unser Putzrobo rattert. Okay, alles gut. Ach, und den anderen habe ich ja noch gar nicht eingeschaltet. Ah, jetzt eine Szene? Ach, das ist dann eine Szene. Oh, weißt du was? Genau, du malst jetzt unser schönes Haus. Ja, von außen dachte ich halt. Mit Dach. Dach einblenden, ja? Mach mal, mit Dach. Bin ich hoch genug scheinbar. Ah, so. Das ist unser Haus. So ungefähr sieht das aus. Boah, sieht ganz nett aus. Okay, mach mal. C. So, dann kannst du malen. Und wir blenden das wieder aus. Alles auf normal. Zack, um. Ja, mal das mal. Ach so, ich habe immer noch Pause, ja. Dann wird das natürlich nichts. Wenn ich Pause habe, dann kann das nicht funktionieren. Aber jetzt geht es ihm doch wieder ganz gut. Er ist auch ein bisschen müde, aber er kann ja dann auch ein Espresso trinken. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu spät die Leute hier wieder aus dem Bett schmeiße und so. Ja, weil wie gesagt, Party ist angesagt heute, ne? Wir wollen ein bisschen feiern und so. Ich spule mal. So bis um halber würde ich sagen. 19:30 Uhr für eine Party. Das wäre doch nicht schlecht. So, mal gucken. Ah, so, kann er noch ein bisschen so. Ja. Wie geht's ihr denn jetzt? So, schon besser. Okay, dann steh mal wieder auf. Zieh dir schnell dein Zeug an. Und dann machst du Party. Mitbewohner. Suchanzeige Party veranstalten. Was möchten wir denn machen? Wir machen eine ganz normale mehrtägige Party. Wir wollen ja auch andere Leute noch einladen. Nicht nur die Bewohner des Hauses. Und dann wasch dir noch mal die Hände. Im Kühlschrank ist genug, womit wir uns einen Bauch vollschlagen können. Ja. So, wen laden wir denn ein? Erstmal sortieren. Die Michaela könnten wir einladen. Da wir jetzt so ein Wachrobo haben, mache ich mir da auch nicht mehr so die Sorgen. Den Hans laden wir ein. Die Sandra laden wir ein. Den Sascha laden wir ein. Den Anton können wir einladen. Und ich hätte gern die Phoebe eingeladen. Dann kann ich die vielleicht auch direkt mal nach so einem Ding fragen. Die Alina, ja klar, für den Volker noch. Und wen können wir noch einladen? Dominik Münstermann? Nee, das war's jetzt. Okay, alle eingeladen. Zack. Genau, und du machst jetzt das, was ich dir eben gesagt habe. Du gehst mal bitte hin, machst das Ding aus. Erntest die Simoleons. Und gießt nochmal, bevor alle kommen und uns das wieder wegklauen wollen. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Und ein bisschen Musik wäre auch nicht schlecht. So. Bin gespannt, ob die dann auch alle hier hochkommen oder wo die dann sind. Oh ja, da steht schon jemand. Phoebe ist auch da. Kommen die hier hoch oder sind die unten? Wo sind die Leute? Die bleiben alle unten oder was? Oh, sie hat Sonnenstrahlen mitgebracht. Das ist aber lieb.
Sag mal, ist sie die Einzige, die gekommen ist? Kann man die begrüßen? Nö, die sind schon da. Also rein theoretisch alles gut. Man könnte sie herbeirufen. Na, ruf die doch mal herbei. So, wo sind denn die anderen? Was machen die? Wo sind die? Hier hinten ist niemand. Nö, okay. Dann müssen die doch eigentlich irgendwo im Haus unterwegs sein, wenn sie jetzt hier nicht sind. Wo stecken die anderen oder kommen die noch? Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Nee. Ruf mal die Phoebe herbei, weil die ist wichtig für die Melissa. Oh, es funkelt und glitzert und alles ist schön. So, genau. Und kannst du mal mit deinem Schatzi tanzen oder mal küssen? Hier, wie wär's denn? Ja, noch ist Schnarch langweilig, ich weiß. Hey, würdest du mal bitte aufhören damit? Sie kommt nicht. Spektralkatze ist auch da. Oh, wie süß. Aber wo ist denn Phoebe jetzt? Leute, wo seid ihr denn alle? Hab ich die ins Falsch in die Wald? Ah, nee, sie kommt. Okay, sie kommt schon mal angestiefelt. Gut, ja. So. Und dann gehst du mal hin und redest hier. Hallo. Erstmal freundschaftlich umarmen. Das müsste doch gehen, ne? Dann mal reden, plaudern und unterhalten. Erzähl mal einen Witz. So, und dann gucken wir mal, dass du irgendwen findest, mit dem du was machen kannst. Ist halt echt blöd, dass sich die anderen Leute hier nicht zeigen. Ich bin doch nicht so blind. Also, ich meine... Ist jetzt nur ein einziger Gast gekommen. Anni, da, wer ist das? Wo rennst du hin? Ins Whirlpool. In den Whirlpool. Eigentlich hatte ich gehofft, dass du unten noch irgendwen triffst. Ah, da ist jemand. Moment. Wer ist denn das? Benjamin Balduin. Ja, das sind aber nur die Leute, die hier wohnen. Das ist das Problem. Das sind nicht die Leute, die ich eingeladen habe. Und ich hatte eine Menge Leute eingeladen, Menno. Das ist unfair. Warum funktioniert das wieder nicht? Ja, komm, dann quatsch mal mit dem ein bisschen. Reden, plaudern ist okay. Nicht da reingehen, erstmal quatschen, falls noch wer kommt. Dass du den dann auch begrüßen kannst, ne? Und die Spektralkatze könnte man dann auch mal begrüßen oder so. Naja, zumindest Melissa kümmert sich um eine ihrer Leute, die sie eingeladen hat. Können wir mal eine Runde zusammen tanzen? Und nochmal reden, tratschen und noch ein Witzchen erzählen. Und mal über Hobbys reden vielleicht. Was mögen wir denn da? Musik und Tanz ist auch gut, ja. Und ich will dich was fragen eigentlich. Gestikulieren, Zauberwirk, Tanzen, Begrüßung, Drachenlegende, Geschenk geben, Fragen, Streichspielen. Warte mal. Ich wollte bei ihr was kaufen, wenn das geht. Aber das geht nicht so. Ja, komm, frag mal nach Fähigkeiten. Zauber wird Benjamin vorstellen. Foto von ihm machen. Benjamin vorstellen. Nee. Ah, da. Ich brauche, was brauche ich noch mal? Halt, stopp. Nehmen wir mal PP hier, da. Stopp, Moment. Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, ich brauche das Zauberbuch, ne? Kessel hatte ich, ja. Es geht ums Zauberbuch, okay. Das ist gut. Jetzt habe ich es gefunden. Wo ist es? Da. Zauberbuch erwerben. Genau. Das wollen wir. Einmal. Und dann kannst du noch mal mit ihr, was weiß ich, keine Ahnung, über Interessen quatschen. So. Und dann gucken wir mal, dass es beim Volker weitergeht. Ob der sich auch gut unterhält. Wo bist du denn da draußen? Volker! Ich krieg hier die Krise, Leute. Ehrlich, ich krieg die Krise. Was machst du schon wieder? Wieso machst du jetzt Tai Chi? Guck mal, da ist eine liebe Katze. Die kannst du doch mal lieb haben. Ja, streichel die mal. Gib ihr vielleicht auch mal ein Leckerchen, weil wir haben ja nichts oben drinne momentan.
Und vielleicht kannst du mit ihr mal ein bisschen Fingerwackeln spielen und hör auf mit diesem Tai Chi. Himmel. Aber es ist sonst keiner gekommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich mache hier eine schöne mehrtägige Party. Kochen und Logik und Kreativität. Da ist sie gut drin. Wow, in Logik ist sie exzellent. Okay. In Krea ist es sehr gut und Kochen ganz gut. Okay. Das ist interessant zu wissen. Aber ihr seht es, ne? Ich meine, wenn die jetzt nicht irgendwo in andere Wohnungen reingestiefelt sind, aber ich habe ja wirklich aufgepasst und eigentlich hätte man das mitkriegen müssen. Oh, wie süß. Ah, die Katze ist aber auch zu hübsch. Hast du einen Namen? Nee, du heißt einfach nur Spektralkatze von Phoebe. Oh, die ist so goldig. Loben für können wir... Nee, nicht fürs Jaul, nee. Aber Liebhaben nochmal knuddeln. Und nochmal streicheln. Ja, ist das goldig. So, und ihr zwei, was macht ihr Schönes? Warte mal, wir haben ja eine Party, ne? Sollten wir vielleicht mal was zu essen servieren? Also, ich meine ja nur. Können wir denn einen Snack knabbern? Könnten wir nicht irgendwie... Gab's da nicht, eine Servierplatte machen? Genau. Oh, mach doch mal eine Käse-Servierplatte. Ich finde, für eine Party passt sowas besser, als wenn wir jetzt das Essen rausstellen. Oh, jetzt haut Phoebe ab. Schade. Aber wir haben eine klasse Stimmung. Das ist doch auch schon mal schön. Wie, das ist jetzt diese Käse-Servierplatte. Zeig ich mal an. Wie sieht die aus? Ach, eine Käseplatte. Ja. Mit Träubchen, mit geschnittenem Käse. Ja, so sieht das bei mir auch aus. Mit Schimmelkäse und... okay. Kannst du da auch, nee, kann noch nicht. Jetzt will sie schon wieder was nehmen. Ja, ja, das ist klar. Wo ist mein Peter? Kannst du da auch die Leute zum Essen rufen? Nee. Hallo, du solltest... du sollst das nicht essen? Achso, da! Sie kann nur abspülen. Sie kann keine Leute zum Essen rufen. Ja gut, dann ess deine Käseplatte, weil... Nee, 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 nee. Es ist schon gut. Du, nein, 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 nein. Du darfst das essen. Ist in Ordnung. So, ich gucke mal, was Volker macht. Der natürlich wieder unten ist. Ich hasse das, dass man immer hoch und runter hüpfen muss. Oh, nee, 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 nee. Wo willst du jetzt hin? Wo ist denn eigentlich... Ah, wer ist denn das? Phoebe, die krass gute Hexe. Ja, mit der kannst du auch mal reden. Also ich meine ja nur, du bist zwar nicht so... in puncto Richtung gut unterwegs, aber du kannst dich auch mal mit ihr unterhalten. Und vielleicht hat Phoebe ja mal Interesse an, du weiß ich nicht was. Keine Ahnung, mach du mal. So müde bist du noch nicht. So müde bist du noch nicht. Das vergiss mal schnell. So. So, du, Mahlzeit. Ups, nochmal ins Ohr. Auch gut. Wir haben eine klasse Stimmung. Auch wenn nur die Hälfte ja noch nicht mal die Hälfte der Leute da ist. Es ist, also ich bin echt überfragt, wo die alle hingerannt sind. Keine Ahnung. Es ist für mich verwirrend, weil ich dachte, dass man in einem Apartment auch eine ganz normale Party machen kann und die Leute den Weg zu einem finden. Also dachte ich so, ne? Hier läuft aber auch sonst keiner rum, wo ich sagen könnte, der hat sich verirrt oder so. Ja, okay, sie ist dann aber auch ein bisschen müde. Wir haben schon 0 Uhr vorbei. Okay, ja, dann... Wie lange geht denn das Ganze hier noch? Ja, dann säuber mal und benutze das und wasch dir vielleicht nach dem Säubern auch nochmal die Finger. Dann bist du beschäftigt und keine Ahnung, was du noch machen willst. Und wir gehen nochmal runter. Gucken mal, was die beiden da tun. Aha. Ja, und über Hobbys kann man ja auch mal reden, über die Bastelarbeiten, genau. Das ist ja nun mal sein Hobby. Und ja. Vielleicht kann er ihr ja mal einen Streich spielen. So, was wäre denn mal lustig? Furzgag. Komm, wir wollen es nicht gleich mit dem Schocker übertreiben. Und dann darfst du hier uns die liebe Katze nochmal lieb haben und knuddeln und keine Ahnung. Und gibst ihr nochmal ein Leckerli. Ne? So. Wenn das in der Zeit noch hinhaut. Wenn nicht, nicht. Aber schön. Ach toll. Und? Uah, Igitt.
Oh, jetzt weint sie. Och Gottchen. Ja, aber das passt halt zu unserem Volker. Glückwunsch, du hast eine tolle Party geschmissen. Deine Gäste haben sich hervorragend amüsiert. Also klasse Stimmung, Endergebnis. Super, das freut mich. Ja gut, okay. Dann darf der liebe Volker jetzt auch nach oben, darf sich mal so eine Käseplatte schnappen. Teller nehmen, hier. Geh mal, nimm dir auch so ein Tellerchen mit Käseplatte. Wo ist... Ah, Melissa hat sich schon ins Bett verkrümelt. Okay, ja, das ist in Ordnung. Sie ist schwanger, sie darf das. Aber schade, zu unserer Babyschwangerschaftsparty kam außer der Phoebe niemand. Das finde ich nicht fair. So, jetzt muss ich aber mal gucken, ob Melissa auch, wartet mal, diesen Kessel, das Zauberbuch jetzt in ihrem Inventar hat, auch da hinten irgendwo. Ja, da haben wir es. Gut, das bedeutet, halt, hier bin ich ja, den muss ich nämlich auch noch hinstellen. Das sollte eigentlich funktionieren, wenn sie das, nee, andersrum, so hin. Genau, dann hat sie auch ihr Buch und dann kann sie da auch wieder was mitmachen. Ja, das beanspruchst du dann demnächst, aber das funktioniert. Gut, alles klar, alles bestens, weiterlaufen lassen. Alles gut, Zeit läuft. Dann lassen wir sie schlafen und gucken ihm noch ein bisschen zu, wie er hier am Essen ist. Ich drücke andauernd auf Tasten, die es gar nicht gibt. Ja, also die gibt es schon, aber die machen im Spiel nichts. Ihm scheint kalt zu sein. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt Ende Herbst, Winter. Hast du noch einen Tag? Ich glaube nicht, das war's, ne? Ein Herbst, ja, das ist die... Obwohl, Moment, wir haben Sonntag. Wir haben doch noch einen Tag übrig. Ey, das wäre genial. Leute, das wäre genial. Dann kann ich ihn am Sonntag auch noch mal bauen lassen. Das ist super. Entschuldigung. Hat eben im Hals gekratzt. Ja, dann machen wir das auch. Dann machen wir das auch. Das bedeutet, du gehst dann nochmal benutzen und duschen und dann gehst du auch schlafen. Und dann können wir Sonntag dann vielleicht diesen, wie heißt der denn? Diesen, was war das andere nochmal? Mampf-Robo bauen. Wo ich nicht weiß, was es ist. Das gucken wir dann natürlich auch, ne? Klar, wir wollen ja wissen, was wir hier alles haben. Ich glaube, den Drohnen-Robo habe ich jetzt nicht angestellt gehabt. Oder haben wir den angestellt? Ah, Mist. Egal. Machen wir das beim nächsten Mal. Ich jag jetzt den armen Volker nicht nochmal die ganzen Stufen runter, nur damit er den Robo anstellt. Ja, aber dann hätten wir den nächsten. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja und es bringt nochmal was. Aber ich glaube, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Oh, oh, und ich sehe, oh weia, meine Uhrzeit. Ich... ja, bin schon wieder drüber, aber das macht ja nichts. Dann warten wir, bis er jetzt auch im Bett ist. Und dann, jo, war es das auch schon wieder von mir. Ich bin gespannt, wann das Baby kommt. Ich habe ja von euch so ganz tolle Namensvorschläge gekriegt. Ich habe insgesamt jetzt 6 Mädchen und 6 Jungsnamen und das ist perfekt, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich werde die gegebenenfalls nämlich dann auswürfeln. Die Namen. So machen wir das. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.